Okay, was unterscheidet jetzt eigentlich einen brauchbaren von einem unbrauchbaren Wasserionisierer? Es gibt nämlich viele, die ich wirklich absolut für unbrauchbar halte, die dem Kunden was vorspiegeln, was er hat. Das fängt schon bei Topfgeräten an, die dann irgendeinen pH-Wert anzeigen, der gar nicht erreicht wird, weil das Wasser dazu nicht passt. Okay, die Kriterien, die sind ganz wichtig, weil man sollte wissen, was wirklich rauskommt. Das kann man nur durch Messen, indem man mit dem Wasser, das man hat, eine Messung durchführt des pH-Werts. Weil was bei den Geräten angezeigt wird, das muss so ungefähr wie wenn Sie einen Videorekorder einstellen auf ein bestimmtes Programm, ohne das nützt er Ihnen nichts. So muss man den Wasserionisierer aufs Wasser einstellen, weil nur 1, 2, 3, 4 zu drücken und dann in der Bedienungsanleitung zu lesen, trinken Sie auf Stufe 2, kochen Sie mit Stufe 4, ist alles ein Schmarrn, ist alles ein Quatsch, weil das europäische Wasser sich vollständig von dem in Japan, Korea, China unterscheidet. Also braucht ein Wasserionisierer eine Möglichkeit, dass ich ihn außer durch diese drei Knöpfe beeinflusse, und das ist die Regelung des Durchflusses. Um den aber regeln zu können, brauche ich eine Echtzeitanzeige des Durchflusses. Ich muss wissen, laufen da jetzt 2 Liter pro Minute oder nur 1,1 Liter pro Minute durch. Jetzt, wenn ich meinen Wasserionisierer fest installiert habe, dann schwankt ja im Lauf des Tages der Wasserdruck. Also morgens, wenn alle duschen, dann ist der Wasserdruck niedriger als nachts, wenn alle schlafen. Dann hat man einen viel höheren Wasserdruck in der Leitung und entsprechend mehr fließt dann durch. Also das muss ich sehen, wenn ich meinen Ionisierer einschalte, ob ich auch in dem Durchfluss pro Minute bin, den ich brauche. Und wenn ich den dann nicht regeln kann, sodass er zu dem Durchfluss, den ich gemessen habe, zum Beispiel 1,5 Liter pro Minute ist, dann weiß ich, der pH-Wert stimmt nicht mehr und ich kriege nicht mehr das, was ich will. Also deswegen K.O.-Kriterium Nummer 1 ist eine Durchflussanzeige und zweitens eine Möglichkeit, den Durchfluss nachzuregeln. Wenn ich nur ein Magnetventil habe, wo es entweder Wasser kommt oder nicht kommt und ich nicht die Menge regeln kann, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich das Wasser bekomme, was ist.